Die Corona-Krise hat für viele von uns große Einschränkungen mit sich gebracht. Was können wir aber tun, um auch in dieser schwierigen Zeit glücklich zu sein und nicht der Corona-Depression zu verfallen? Darum geht es gleich in diesem Video. Willkommen zu einer neuen Folge von Was sagt die Bibel? In dieser Serie beschäftigen wir uns regelmäßig mit einem biblischen Thema. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann abonniere doch unseren Kanal. Momentan leben wir in Umständen, die wir uns vor einigen Wochen gar nicht hätten vorstellen können. Durch die Maßnahmen, die gegen die Verbreitung des Coronavirus getroffen wurden, hat sich das Alltagsleben der meisten Menschen komplett verändert. Schulen und auch sehr viele Firmen wurden geschlossen. Viele Menschen arbeiten nun von zu Hause aus. Wirtschaftlich und politisch treten Veränderungen ein, die viele Menschen in Sorge und Angst versetzen. Soziale Kontakte und Freizeitaktivitäten sind eingeschränkt. Diese Einschränkungen führen dazu, dass einige mit ihrer Familie überfordert sind, andere wiederum vereinsamen. All das kann schnell dazu führen, dass man selber in Verzweiflung, Aussichtslosigkeit und große Niedergeschlagenheit verfällt. In diesem Video wollen wir uns 10 Tipps anschauen, die uns dabei helfen, in dieser Situation glücklicher zu sein und die Corona-Depression zu überwinden. Erstens, vertraue Gott. In Römer 8, Vers 28 lesen wir: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Auf all die Einschränkungen und Beschlüsse, die von der Regierung getroffen werden, aber auch auf die Verbreitung des Virus an sich, haben wir wenig Einfluss. Sicherlich leben wir in einer Zeit, die für alle nicht einfach ist, und deswegen ist es umso wichtiger, die Situation für sich selber zu akzeptieren und nicht dauernd darüber zu klagen. Es gibt Dinge, die wir nicht ändern können, aber gleichzeitig ist diese Zeit, die wir jetzt haben, eine Gelegenheit, Dinge in unserem eigenen Leben zu verändern und vor allem zu lernen, Gott in allem zu vertrauen. Er ist derjenige, der alles, was geschieht, noch immer in seiner Hand hält. Er hat das große Weltgeschehen im Blickfeld, wovon wir nur einen kleinen Bruchteil sehen können. Deswegen ist es unsere Aufgabe, ihm zu vertrauen, dass er jede Situation zum Besten wenden wird. Zweitens, habe einen Tagesrhythmus. In 1. Korinther 14, Vers 33 steht geschrieben: Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Dadurch, dass unser Alltagsleben verändert wurde, können wir leichter dazu verleitet werden, in den Sonntagsmodus zu rutschen und somit keinen wirklich geregelten Tagesablauf zu haben. Gott selbst ist ein Gott der Ordnung, und das Verlangen nach Ordnung auch im Tagesablauf hat er in uns hineingelegt. Uns geht es besser, wenn wir einen geregelten Tag vor uns haben. Deswegen stelle dir auch in der Zeit, wo du jetzt vielleicht zu Hause bist, ein Programm für den Tag zusammen. Stecke dir konkrete Ziele, die du an einem Tag erreichen möchtest. Nimm dir zum Beispiel vor, deine Wohnung mal gründlich zu putzen, etwas Leckeres zu kochen, ein bestimmtes Buch durchzulesen, deine Kleidung auszumisten oder deine Abrechnungen zu sortieren. Gerade wenn du von zu Hause aus arbeiten musst, ist ein geregelter Tagesablauf sehr entscheidend, um auch wirklich mit der Arbeit am Laufenden zu bleiben. Du wirst merken, wie gut es einem tut, am Ende des Tages zu sehen, was man alles geschafft hat. Drittens, bleib aktiv. Aufgrund der Empfehlung, zu Hause zu bleiben, sind viele Menschen der Versuchung ausgesetzt, nur vor dem Fernsehen oder vor dem Computer zu sitzen und sich nur zu bewegen, um sich aus der Küche etwas zu essen zu holen. Bewegung hat aber einen großen Einfluss auf unsere Stimmung und sollte deshalb unter keinen Umständen vernachlässigt werden. Als Gott Adam und Eva schuf, gab er ihnen die Aufgabe, den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren. Sie sollten sich also körperlich bewegen und fit bleiben. Deswegen sollten auch wir fit bleiben, indem wir joggen gehen, Ausdauersport machen oder zumindest spazieren gehen. Bewegung muss nicht immer Krafttraining oder Leistungssport sein. Auch durch einen gründlichen Hausputz kann man in Bewegung bleiben. Wenn du das Vorrecht hast, einen Garten zu haben, dann nutze die Gelegenheit, etwas anzubauen. Durch körperliche Betätigung werden auch viele Glückshormone ausgeschüttet, die uns davor bewahren können, in ein Tief zu gelangen. Viertens, verbringe Zeit in der Natur. Bei der Schöpfung setzte Gott Adam und Eva nicht in eine kleine Wohnung, wo sie nur von ihren vier Wänden umgeben waren, sondern in einen Garten. Er wollte, dass sie viel Zeit in der Natur verbringen, die er selbst für sie geschaffen hatte.
Jeder von uns hat schon die Erfahrung gemacht, was für ein gutes Gefühl es ist, wenn man die Blumen und Bäume betrachten kann, die Vögel singen hört und die Sonne auf seiner Haut spürt. Durch die Sonnenstrahlen, die durch unsere Haut aufgenommen werden, produziert unser Körper das wichtige D-Vitamin. Viele Menschen fallen im Winter in die sogenannte Winterdepression. Die Tage sind so kurz und die Nächte so lang. Ausreichend Tageslicht und Vitamin D haben einen entscheidenden Einfluss auch auf unsere Psyche. Zusätzlich wird durch das Vitamin D auch unser Immunsystem gestärkt, was besonders jetzt sehr wichtig ist. Achte also darauf, dass du genug Zeit an der Sonne und in der Natur verbringst. 5. Achte auf deine Ernährung. In 1. Thessalonicher 5, Vers 23 lesen wir: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Genauso wie die Bewegung an der frischen Luft, hat auch die Ernährung einen wesentlichen Einfluss auf unseren Körper. Die gemütliche Zeit zu Hause kann uns schnell dazu verführen, auf Süßigkeiten, Burger und Tiefkühlpizza zurückzugreifen. Eine unausgeglichene Ernährung kann schnell zu einem Mangel an notwendigen Nährstoffen führen. Das wiederum kann in Depressionen enden. Auch das Überessen hat einen negativen Einfluss auf unseren Körper und auch auf unsere Psyche. Viele Menschen haben die Vorstellung, dass gesundes Essen nicht schmeckt. Das stimmt aber nur, wenn man nicht weiß, wie man es zubereiten soll. Nutze also die Zeit, die du jetzt hast, die gesunde, leckere Gerichte zu kochen. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse trägt wesentlich zu unserer Ausgeglichenheit bei und macht uns glücklich. 6. Ergreife selbst die Initiative, um dich um andere zu kümmern. In Galater 6, Vers 10 lesen wir: So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Die Krise, welche die Corona-Pandemie hervorgerufen hat und noch wird, bringt uns schnell dazu, uns nur noch Gedanken über unser eigenes Leben zu machen. Gott ruft uns auf, bestrebt zu sein, uns auch um unsere Mitmenschen zu kümmern. Jeder von uns braucht sozialen Umgang. Oft warten wir darauf, dass sich andere mal bei uns melden. Diese Einstellung sollten wir aber nicht haben. Ergreife also selbst die Initiative und halte Kontakt mit anderen Menschen. Dank den modernen Medien können wir auf die unterschiedlichsten Wege, trotz Coronavirus, mit unserer Familie, Freunden und Bekannten kommunizieren. Nutze also die Gelegenheit, zum Beispiel alten Freunden zu schreiben, deine Oma und deine Eltern anzurufen. Halte also die Augen für die Bedürfnisse deiner Mitmenschen offen. Kümmere dich vor allem um die, die vielleicht ganz alleine wohnen und denen es zurzeit auch nicht mehr möglich ist, Freunde und Familie zu besuchen. Habe aber auch Verständnis für die, die gerade überfordert sind und die Erholung allein zu Hause genießen. Die Freude, die du anderen machst, wird sich auch auf dich zurückreflektieren. 7. Habe einen Rückzugsort. In Matthäus 14, Vers 13 lesen wir: Und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Dieser Tipp ist vor allem für Familien sehr wichtig. Durch die momentane Situation sind viele gezwungen, den ganzen Tag zu Hause zu verbringen. Die Kinder gehen nicht mehr in die Schule und die Eltern arbeiten größtenteils im Homeoffice oder gar nicht. Das kann schnell dazu führen, dass man überfordert ist und vielleicht auch entmutigt, weil man mit dieser neuen Situation schlecht zurechtkommt. Auch Jesus hatte mit vielen Herausforderungen und mit vielen Menschen um sich herum zu tun. Er zog sich aber öfters alleine an einen ruhigen Ort zurück, um zu beten und neue Kraft von seinem Vater zu bekommen. Um emotional ausgeglichen zu sein, brauchen auch wir einen Ort, wo wir uns zurückziehen und alleine sein können. Es sollte ein Platz sein, wo wir innerlich zur Ruhe kommen und neue Gedanken und Kräfte sammeln können. 8. Sei dankbar. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18 lesen wir: Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. In Krisenzeiten fällt es uns nicht immer leicht, dankbar zu sein. Aber gerade dann ist es wichtig, nicht nur auf die dunkle Seite zu schauen. Mach es dir also zur Gewohnheit, dich an Dinge zu erinnern, für die du dankbar sein kannst. Gerade jetzt hat der Frühling Einzug erhalten und die Natur sprießt und erblüht wieder. Es wird wieder wärmer und die Vögel zwitschern wieder ihre Melodien. Durch die ganzen Umstände haben viele von uns mehr Zeit,
können sich vom Alltagsstress erholen und endlich die Dinge tun, die sie schon so lange vorhatten zu tun. Für all das können wir dankbar sein. Sicherlich haben wir momentan mit vielen Einschränkungen zu kämpfen, aber trotzdem gibt es viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Verbringe möglichst wenig Zeit damit, dich mit negativen Nachrichten zu beschäftigen. Lerne, auf die positiven Dinge zu schauen. 9. Lerne neue Dinge. Gott hat jedem von uns Gaben gegeben. Es gibt die Geistesgaben, aber auch andere Talente. Wir haben sie bekommen, um unseren Mitmenschen zu dienen, sie also zum Wohl anderer einzusetzen. Aber auch auf uns selber haben sie einen positiven Effekt. Manche sind sehr geschickt in handwerklichen Arbeiten. Andere sind musikalisch oder können schnell Sprachen lernen. Andere können gut kochen, basteln oder stricken. Nutze also die Zeit, um deine Talente weiter zu entfalten oder neue zu entdecken. Lerne zum Beispiel eine neue Sprache oder Musikinstrument. Probiere neue Rezepte aus. Beschäftige dich mit wissenschaftlichen Erforschungen oder lerne ein Handwerk. Viele von diesen kannst du auch mit deiner Familie oder mit anderen Mitbewohnern zusammen machen. Das macht dann noch mehr Freude. Wenn du deine Zeit sinnvoll genutzt hast, wirst du merken, dass es dich am Ende des Tages glücklich gemacht hat. 10. Beschäftige dich mit geistlichen Dingen. Im Psalm 119, Vers 14 lesen wir: Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. So wie sich die Dinge momentan in der Welt entwickeln, können wir sehen, dass sich in der Zukunft einiges verändern wird. Jesus spricht davon, dass die Menschen in Ohnmacht fallen werden, vor Furcht und Erwartung vor den Dingen, die kommen werden. Schon jetzt kämpfen sehr viele Menschen mit Angst, Sorgen und Niedergeschlagenheit. Gerade deswegen sollten wir uns aber demjenigen zuwenden, der uns immer wieder gesagt hat, dass wir keine Angst haben sollen und der uns versprochen hat, immer bei uns zu sein. Nutze also die Zeit, dich mit dem Wort Gottes tiefer auseinanderzusetzen. Lese geistliche Bücher und lerne Bibeltexte auswendig, die dir Mut und Hoffnung geben. Und vor allem rede mit unserem himmlischen Vater im Gebet. Sag ihm alle deine Ängste, lege ihm deine Zukunft vor und lerne, ihm zu vertrauen. Er wird für dich sorgen, dir in jeder Not helfen und dich niemals alleine lassen. Ich hoffe, dieses Video konnte dir in dieser Zeit weiterhelfen. Wenn es dir gefallen hat, dann gib uns doch einen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal und drücke auf die Glocke, damit du über weitere Videos benachrichtigt wirst. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Was sagt die Bibel?